Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Facebook-Live-Show. Ist wirklich live. Wir haben es jetzt gerade vor wenigen Minuten angekündigt und ich habe mir gesagt, ich mache einfach noch eine Show. Vielleicht gibt es sogar mehrere Shows diese Woche. Es wird sich dann zeigen. Ist alles jetzt komplett spontan. Das Einzige, was geplant war, war die große Geburtstagsshow gestern. Und jetzt ist sozusagen der Tag danach. Ich habe das auch hier so benannt, hier auf der PowerPoint, der Tag danach. Und neben mir sitzt Maya Bachmann. Hallo Alex. Hallo Maya. Willkommen im neuen Lebensjahr. Besten Dank. Ja. Sie ist so eine Art neues Talent, kann man sagen, in der Hochschule. Ist sie eine Art Castingshow heute, kann man sagen. Sie ist jetzt zum ersten Mal in Berührung mit der Rouge-Welt, außer dass sie jetzt schon mal bei einer Online-Konferenz für unsere Mitglieder dabei war, vor ein paar Tagen. Genau. Und somit habe ich gedacht, einfach, wir springen einfach mal ins Wasser, statt dass wir jetzt hier Probeaufnahmen machen, einfach ins Wasser springen, direkt etwas tun und, ja, und dann kommt dann auch das Feedback von den Zuschauern und so. Genau. Also ich bin ja nur neu in der Rouge-Welt, aber ansonsten schon lange auf der Welt. Ja, eben du, und auch in meinen Themen schon. Und eben du kennst mich ja auch von also Distanz schon lange, wie du gesagt hast. Genau. Wie auch viele andere Leute. Und von dem her, ja, springen wir doch einfach rein. Also wie üblich, meine Damen und Herren, ist immer auch alles recht gut vorbereitet. Sogar der Tag danach, da musste dann mein Grafik heute noch kurz ans Werk, sehr kurzfristig. Innerhalb von 2 Stunden musste er noch schnell eine kleine PowerPoint machen mit dem hier. Und ich möchte zunächst mal so eine kleine Frage beantworten. Weil gestern hat man das hier gesehen. Prost, Prost auf dich. Und man sieht so ein bisschen, wie es hier so hoch sprudelt. Und es sieht aus wie Champagner. Und jetzt gab es so ein bisschen online gestern so die Frage, trinkt Rouge Alkohol? Weil alle wissen ja, wie gesundheitsorientiert ich bin. Du weißt es auch, Maya, weil du ja jetzt in der Villa Rouge warst letzten Dienstag. Genau. Und da denkt man, was, der trinkt Alkohol? Und es ist so, wirklich so, ab und zu trinke ich Alkohol, aber sehr selten. Und was trinkst du dann, wenn du mal was trinkst? Ja, vielleicht irgendwie so vielleicht auch Champagner. Aber heute habe ich jetzt kein Champagner, meine Damen und Herren, obwohl sie so sprudelt. Nicht bei der Arbeit, nicht bei der Arbeit. Was ich habe, ist so dieser Energy Drink, der Chi Energy Drink auf rein natürlicher Basis. Und der sprudelt eben auch, weil es ein Gärgetränk. Und so ist es ein natürliches Sprudeln, was aussieht wie Champagner, ist auch so ein bisschen beflügelnd. Also auch, wenn man jetzt zum Beispiel bei Urs Hochstrasser ist, den bekannten Rohkostkoch und Buchautor und Experte. Ich war mal bei ihm eingeladen und dann gab es auch das hier. Und ich glaube auch in Champagnergläsern. Ja. Und so habe ich dann gedacht, ja, beim Geburtstag sollten wir auch mal Champagnergläser haben. Genau. Aber ich denke eben, ich habe irgendwie gar keine Lust auf Alkohol. Und somit mache ich es höchstens ab und zu mal so aus Höflichkeit, so ein bisschen. Aber sonst ist es jetzt nicht unbedingt nötig für mich. Und jetzt sind Sie sicherlich gespannt, meine Damen und Herren. Es gibt ja Überraschungen heute. Und die erste Überraschung hier. Das sind 2 Schachteln. Ja. Die habe ich so schon angetroffen am Dienstag in der Rouge Villa. Und da hast du mich schon neugierig gemacht und gesagt, da drin steckt mein Geburtstagsgeschenk. Ja, und ich habe dir bewusst nicht gesagt, was es ist. Ich wollte es auch noch nicht wissen, denn ja, Überraschungen sind dann spannend, wenn sie erst später gelüftet werden. Ja, genau. Und genau, das ist jetzt der Moment. In dieser Show dürfen wir erfahren, was da drin war. Genau, ja, meine Damen und Herren, weil ich habe mir gedacht, das ist sicher auch so die Frage, weil ich habe ja groß unsere E-Mail-Liste angeschrieben und gesagt, bitte schenken Sie mir nichts, wir können auch keine Pakete entgegennehmen, denn wir haben die Logistik, haben wir outgesourced, also die ganze Paketlogistik ist outgesourced, nicht mehr bei uns. Also wenn man jetzt bei uns ein Paket schickt, das kommt gar nicht an, es muss an unsere Logistikfirma geschickt werden und die können auch nichts anfangen, wenn ein Geschenk für mich dort ankommt. Deswegen habe ich gesagt, bitte nichts schenken. Wenn Sie mir etwas schenken wollen, machen Sie einfach ein bisschen Umsatz im Rouge-Shop auf rougeverlag.com. Da bin ich happy und das haben jetzt auch viele schon gemacht. Also wir hatten jetzt einen sehr erfolgreichen Tag am 7. August. Wird jetzt auch sicherlich weitergehen die nächsten Tage so. Also dann bin ich happy. Einfach schön viel Umsatz machen auf rougeverlag.com. Und die Geschenke, die ich bekommen habe, also ich habe gestern von
meinen Co-Moderatoren habe ich gestern ein paar Geschenke bekommen, aber ich habe auch denen gesagt, eigentlich nichts schenken bitte. Aber was ich gemacht habe, ich habe mir selber etwas geschenkt. Das da? Genau. Das sind drei Sachen, die ich mir geschenkt habe. Okay, auspacken. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil es steht immer noch jetzt bei mir zu Hause natürlich. Ich wollte es auch nicht hier mitnehmen ins Videostudio. Aber ich habe jetzt auch mal so ein Foto gemacht. Moment, noch ein bisschen Ski. Ja, und jetzt wird es spannend. Hier drin hat es drei Sachen. Das erste ist eine Slow-Saftpresse. Weil ich trinke nämlich immer Smoothies, aber ich habe jetzt gehört, was sehr gesund sei, ist Selleriesaft. Mhm. Frisch gepresster Selleriesaft. Und das werde ich mal ausprobieren. Und dafür habe ich eine Saftpresse gebracht, aber eine gute, eine, die eben so presst, dass es schonend presst und dass möglichst viel dann rauskommt. Aha. Das ist das Erste. Dann das Zweite, was ich gekauft habe, ist ein Dörrgerät. Ein Dörrgerät, wo man in Rohkostqualität Sachen dörren kann. Mhm. Und so kann man dann sich so bestimmte Kekse machen, gesunde Kekse oder so gesunde Chips und gesunde Snacks und so. Und zum Beispiel dann irgendwie Zucchini nimmt und das in Streifen schneidet und dann da rein tut, noch ein bisschen Gewürze drauf und so. Und so kann ich jetzt meine eigenen Snacks machen. Dann kann ich eben auch, man braucht ja auch Snacks. Und oft nimmt man dann so diese halbgesunden Snacks aus dem Bioladen, die aber dann noch auch nicht Rohkostqualität sind und vielleicht auch noch ein bisschen Zucker und so drin haben. Und so kann ich es eben dann so machen, dass es möglichst gesund ist. Das wollte ich schon lange mal haben, habe es dann nie gekauft und jetzt habe ich gesagt, ich kaufe es jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, ich werde 50, jetzt darf ich eine Dörrmaschine haben. Nicht nur das Dürfen, sondern ich bin am Aufrüsten. Ich habe jetzt so das ganze Jahr schon damit gestartet, massiv aufzurüsten. Was ich auch gestartet habe, ist, dass ich jetzt Wildkräuter in den Smoothie reinnehme. Also Brennnesseln, Giersch und Löwenzahn hast du gesagt? Genau, ja. Die drei Sachen. Genau. Ja. Und die kommen jetzt rein. Das habe ich bis jetzt auch nie so richtig, also letztes Jahr mit Löwenzahn gestartet, aber mit den anderen zwei in diesem Jahr. Ich wollte wirklich eben, mein Körper ist mein Rolls Royce. Das heißt, ich muss dem Körper sehr Sorge geben. Und da ist die Ernährung sehr wichtig, aber auch natürlich genügend Schlaf. Also auch letzte Nacht hatte ich trotz der langen Geburtstagsshow und so dann noch meine 8 Stunden Schlaf. Ich habe dann bis 9 Uhr geschlafen heute, sogar bis 10 Uhr, habe noch eine extra Stunde angehängt. Sehr gut. Und ja, das wäre das Zweite. Das Dritte, was ich auch noch gekauft habe, du weißt, fermentierte Sachen sind auch sehr gesund, wie zum Beispiel Sauerkraut. Ja. Aber sie sind nur gesund, wenn sie auch in Rohkostqualität sind. Also zum Beispiel gekochtes Sauerkraut ist nicht mehr so übermäßig gesund. Mhm. Dann wird dann zu viel, ist auch zu viel weg. Und jetzt habe ich in Amerika mal ein bisschen probiert mit meinem damaligen Assistenten vom letzten Winter, habe ich mal etwas fermentiert. Sauerkraut selber gemacht, geht relativ leicht, ist ein bisschen arbeitsintensiv. Aber danach hat man dann sein eigenes Sauerkraut. Man sollte auch jeden Tag so ungefähr einen Löffel Sauerkraut nehmen. Und auch andere Gemüse kann man auch fermentieren. Okay. Ist auch drin im Alex Rusch Gesundheitssystem. Da gibt es ja 50 Schritte, davon sollte man 40 mindestens umsetzen. Mhm. Und fermentierte Lebensmittel essen ist einer der 50 Schritte, den ich jetzt noch nicht so intensiv umgesetzt habe. Ab und zu mal in Amerika, da kann man es gut kaufen in Rohkostqualität. Aber sonst nehme ich eigentlich nie fermentierte Sachen. Und die anderen 49 Tipps hast du schon selbst umgesetzt? Nicht ganz alle. Also zum Beispiel Sauna mache ich jetzt nicht, weil das wäre auch noch gut, weil wir sind alle ja so vergiftet mit den ganzen Umweltgiften, auch Parfums oder selbst Haarspray. Ich gehe immer zum Friseur, wenn ich eine Show mache, da hat es dann Haarspray drauf, ist auch sehr giftig. Und da muss das irgendwie raus und das geht nicht einfach nur über normale Wege raus. Da würde auch eine Sauna noch nötig sein. Mhm. Die Rohkost belastet aber sehr den Verdauungsapparat. Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe mich ja sehr, sehr intensiv mit dem beschäftigt, über 15 Jahre, weil eigentlich wurden wir dafür gemacht. Also erst seit etwa, man sagt irgendwie so seit ungefähr 5000 Jahren oder so, kochen wir. Vorher haben wir roh gegessen. Also das heißt, der Körper wurde eigentlich gemacht für roh. Und wenn wir Sachen kochen, wird die Nahrung denaturiert, sie wird verändert, Enzyme gehen verloren. Auch Verdauungsenzyme und somit, also ich sehe bei mir, wie extrem gut das funktioniert, wie extrem gut meine Verdauung auch funktioniert, jetzt im Vergleich zu vor 15 oder vor 20 Jahren. Mhm. Und bei den meisten Leuten geht diese Verdauung gar nicht. Deshalb brauchst du diesen Squatty Pot in Amerika zum Beispiel, wo man die Beine hochtut und so.
Wie geht das? Also ich will es lieber nicht groß erklären, aber es ist eine große Erfolgsstory von Shark Tank in Amerika. Ja. Aber das kann man ja online nachschauen. Kann man online auch nachschauen. Wo kann man diese Tipps alle von dir erhalten? Also Tipps von mir bekommt man natürlich überall online. Also geht man einfach zum Beispiel auf alexrusch.com/wegweiser. Aber diese 50 Tipps zur Gesundheit, das Gesundheitsprinzip, das wirst du nicht einfach frei, kostenfrei online gestellt haben. Da gibt es einen Lehrgang. Wo kriegt man das? alexrusch.com/gesundheitssystem. Okay. Wir haben noch ein paar andere Sachen vorbereitet, meine Damen und Herren. Also jetzt wissen Sie ja, welche drei Geschenke ich bekommen habe. Und Sie merken ja auch, wenn ich mir eben Sachen schenke, es hat immer einen Sinn, hat einen Bezug. Und es geht auch immer darum, dass ich erfolgreicher werde. Und Gesundheit hat sehr stark mit Erfolg zu tun. Weil wenn wir gesund sind, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir Energie haben, wenn die Verdauung funktioniert, wenn einfach alles optimal läuft, dann fühlen wir uns großartig. Und ich bin wirklich Schritt für Schritt am Optimieren, sodass ich jetzt eigentlich gesünder bin als mit 30 und gesünder als mit 40. Weil schon mit 40 war ich noch nicht ganz so weit. Da habe ich auch noch ein paar Sachen genommen, die ich nicht hätte nehmen sollen. Und ich weiß noch, so mit Anfang 40 hatte ich plötzlich einen Ausschlag auf dem Oberkörper. Ging nicht mehr weg. Und erst als ich dann anfing, mit dem Alex-Rusch-Gesundheitssystem das intensiver zu machen, ging es dann innerhalb von wenigen Wochen weg. Mhm. Und vorher, der Hautarzt konnte nichts tun. Ja, ja. Das glaube ich dir gerne. Also Gift drauf tun und dann kam sie wieder zurück. Ja, genau. Dieses Prinzip wende ich auch an. Deine anderen Tipps sind mir noch nicht so bekannt. Deine 50, außer das, was ich am Dienstag von dir gehört habe. Ja, ja. Aber super ist, wenn man überhaupt etwas macht. Also ich habe auch schon eben vieles gemacht, vieles auch ausprobiert. Ich habe immer gerne wieder Neues. Und immer wenn ich von was höre, dann will ich es wieder ausprobieren. Und ich kann auch sagen, ich bin heute gesünder als mit 30 oder mit 40. Ah, wow, echt. Super, super. Ja. Bei mir ist auch so, oder? Ich werde sehr stark motiviert durch Resultate. Das ist für mich so der Driver. Das ist der Grund, warum ich so fasziniert bin vom Marketing. Oder Marketing ist ja mein Hauptthema. Und Outload, das sind so die Hauptthemen. Und Gesundheit ist so mein Nebenthema. Aber seit ich 20 bin, seit ich am College war in Kalifornien, seitdem ist es immer so mein Nebenthema, wo ich jeden Tag eigentlich Sachen ein bisschen ausprobiert habe, mein Wissen weiterentwickelt habe, mein System auch entwickelt habe. Dieses Alex Rusch Gesundheitssystem ist im Prinzip innerhalb von 28 Jahren entstanden. Und auch jetzt habe ich noch ein bisschen noch mehr optimiert, noch ein paar neue Sachen hinzugefügt. Weil eben mir geht es darum, dass ich bei mir Resultate dann erzielen kann. Oder ich nehme bestimmte Dinge. Klar. Und ich nehme eben keine Nahrungsmittelsergänzung. Ich nehme nichts Synthetisches, nichts aus der Apotheke, sondern eben rein nur normale Nahrungsmittel. Also die Ernährung ist ja eigentlich auch unsere Apotheke, wenn man es richtig macht. Genau. Und dann habe ich Resultate bei mir, bin ich motiviert. Dann gebe ich das Wissen auch weiter an die Teilnehmer der Lehrgänge oder auch an unsere Mitglieder, zum Beispiel die MEM-Mitglieder, das ist die Stufe 3. Die bekommen das sogar kostenlos, diesen Gesundheitsstrategien-Lehrgang. Weil ich möchte eben, dass die auch diese Tipps alle haben, lückenlos. Ich will nicht, dass nur die Hälfte es dann kaufen, wo das alle haben, damit die alle dann auch miteinander darüber reden können, dass die dann alle schön Gewicht verlieren, die das nötig haben und gesünder werden, besser aussehen und so. Mhm. Das ist ein Lehrgang, wo die Teilnehmer auch untereinander Kontakt haben. Ja, das ist so eine Mitgliedschaft auf den Stufen zu großem Erfolg. Da kann ich auch mal den Link nennen, alexrusch.com/stufen. Da haben wir mehrere Stufen. Du warst ja auch dabei bei diesen Online-Konferenzen. Genau. Und Inner Circle ist Stufe 2, MEM Stufe 3. Mhm. Und je höher eben die Stufen, desto mehr Sachen bekommt man von uns. Jawohl. Und jetzt schauen wir mal, was ich hier noch so mitgebracht habe, meine Damen und Herren. Frau Dr. Enkelmann, Claudia Enkelmann, die Tochter von Nikolaus B. Enkelmann. Sie ist bei uns auch recht präsent in der Rouge-Welt. Sie war dabei beim großen Erfolgspaket Hochexamen Marketingstrategien für Top-Resultate. Und sie ist jetzt auch dabei beim Rouge-Marketing-Diplom-Online-Lehrgang mit dem Modul Marketing-Trigger. Und sie hat mir etwas geschickt, ich glaube, das kommt als nächstes, genau, eine E-Mail. Werter Herr Rusch, heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist Ihr Geburtstag und der Beginn eines aufregenden neuen Lebensabschnitts. Was vor Ihnen liegt, wird großartig. Wahrscheinlich bekommen Sie heute hunderte Anrufe, unzählige Geschenke und Glückwünsche. Denn was Sie geleistet haben, ist so außergewöhnlich und brillant. Mein Vater wäre sehr stolz auf Sie. Lassen Sie sich feiern, loben und verwöhnen. Die besten Jahre kommen noch und dafür wünsche ich Ihnen von Herzen alles, alles Gute. Ihre Claudia Enkelmann und Familie.
Und dann hat sie noch eine Fotomontage hinzugefügt. Der Marketing-Guru Rouge, jetzt 50. Cool. Ja. Ich habe gedacht, ich bringe das jetzt einfach mit. Ist einfach cool, ist kreativ. Also das finde ich jetzt kreativ. Mhm. Das habe ich jetzt noch nie so etwas bekommen. Und das ist richtig cool. Und eben, mir bedeutet das sehr viel. Frau Dr. Enkelmann, falls Sie jetzt zuschauen, was Sie aber auch schon machen, Sie sind ja recht oft auch so auf Facebook. Besten Dank für diese tolle E-Mail und bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich weiß auch, bei meinem 40. Geburtstag, da sind Sie extra in die Schweiz gereist, zusammen mit Ihrem Vater Nicolas B. Enkelmann, der so einer der absolut bekanntesten Trainer ist im deutschen Sprachraum, also war, das ist leider verstorben. Und damals, eben vor 10 Jahren, war er hier in der Schweiz. Und super, wir haben viele gemeinsame Dinge gemacht in den letzten rund 20 Jahren mit dem Enkelmann-Institut. War super. Das wäre mal so der Punkt. Ich gehe jetzt immer so zurück, damit wir ein schönes Startbild haben. Und ich habe noch ein paar andere Dinge vorbereitet, meine Damen und Herren. Ich möchte dann auch mal kurz noch auf Facebook gehen und dann schauen, ob da Live-Kommentare und so kommen. Bevor ich das mache, wollte ich aber mal schnell hier noch etwas einspielen. Vielleicht mal das erste hier, das kannst du jetzt mal schnell switchen. Und jetzt musst du, glaube ich, noch auf die Fernbedienung draufklicken, auf diesen Knopf. Ist die Regie bereit? Okay. Lieber Alex, alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Viel Gesundheit, Erfolg und Glück wünscht dir Robert Graz aus Knosa. Ich habe den gedrückt, den er gesagt hat. Okay. Besten Dank, Hubert Graz. Er ist übrigens auch Mitglied im Mehr-ist-möglich-intensiv-Programm. Mhm. Schon seit längerer Zeit, hat auch unsere Marketing-Erfolgspakete gekauft, hatte großen Erfolg damit. Er ist sozusagen so der Tuba-King, er macht da eine große Tuba-Veranstaltung, die Tuba-Tage in Grossaal, wo er Rouge-Marketing einsetzt. Und ich finde das wunderschön, was er jetzt hier uns geschickt hat. Und jetzt müsste ich da mal noch wissen, ja, also wahrscheinlich war es der falsche Knopf, weil sonst hätten wir es gehört. Aber egal. Aber hatten es die Teilnehmer, die Zuhörer, haben es, hatten den Ton? Wir hatten den Ton. Okay. Von Video. Beim nächsten Video müssen wir es halt dann hören. Aber eben, Sie sehen, meine Damen und Herren, das wird wirklich live, was wir machen. Aber beim nächsten Video müssen wir es dann hören. Jedenfalls wunderbar hier. Dank, ja, du hast schon wieder geswitcht, sehr gut. Mhm. Und ich habe noch etwas anderes mitgebracht, weil ich wurde eben bei gestern. Die haben ja zwar massiv überzogen, aber es hat einfach nicht mehr geklappt, hier bestimmte Dinge zu bringen. Bestimmte Dinge sind auch dann untergegangen. Und jetzt, welchen Knopf muss gedrückt werden? Ich weiß es, der und der. Okay, bei dem würden wir es eben hören. Also schauen. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag alles Gute! Hey, wir wünschen dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Möge dein neues Lebensjahr voller Freude, Glück und ganz, ganz viel Liebe sein. Mögest du reichhaltige neue Erkenntnisse gewinnen und alles, was du dir wünschst, das wünschen wir dir auch natürlich. Ja, und lass dich vor allem heute feiern, lass es dir gut gehen, lass dich vor allem auch verwöhnen den ganzen Tag. Genieß diesen Tag mit den Menschen, die dir am Herzen liegen. Wir wünschen dir auf jeden Fall aus tiefstem Herzen alles Gute für dein neues Lebensjahr. Möge es reichhaltig sein, freudig und genussvoll. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir uns mal wiedersehen. Und bis dahin alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Besten Dank, Thomas Frei und Freundin. Schön, dass ihr das so gemacht, das war ja auch recht ausgewöhnlich. Ich habe es bewusst jetzt auch gebracht, so mit dem ganzen Hintergrund und dem Hut und so.
Das war echt cool von Thomas, dass ja, er das ja. geschickt hat. Ja, ja, ist cool. Ja. Und ich habe noch andere Dinge mitgebracht. Moment mal schnell. Ich nehme gleich mal schnell die Fernbedienung selber, weil wir müssen jetzt das hören, das nächste. Ja. Musst du drücken. Dort habe ich gedrückt. Ja. Da müssen wir schauen, woran es lag. Ja, also dann schaue ich jetzt mal hier. Moment. Da hat jemand uns. Ah, das habe ich hier schon vorbereitet. Auf YouTube. Okay. Also, ich drücke jetzt hier mal drauf. Ah, jetzt geht's. Hallo lieber Alex, hier ist Peter. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Es war unglaublich. Ich durfte ein Praktikum machen vor einem Jahr bei dir. Und was ich dort gelernt habe, im Bereich Unternehmertum, im Bereich Erfolgswissen, hat mich unglaublich viel weitergebracht und hat mich dazu gebracht, dass ich heute selbst Unternehmer bin und selbstständig bin. Ich wünsche dir alles, alles Gute, mach unbedingt weiter so und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße, dein Ex-Praktikant Peter Bolliger, bis bald. Ciao, ciao. Ja, cool. So. Cool. Super. Ja, eben, ich habe auch gestern so ein paar ehemalige Mitarbeiter gebracht und ich finde es eben toll, wie Leute in der Rushim-Gruppe arbeiten, dann Sachen lernen durch eben die Top-Abläufe, die wir haben. Wir haben ja viele Sachen bei uns gut organisiert, wir machen viele Dinge richtig, wie wir sie ja dann auch in unseren Lehrgängen präsentieren, wenn man es dann halt bei uns in-house sieht, ist schon schön. Obwohl ich dir auch schon gesagt habe, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, Praktikanten in der Schweiz zu finden. Vielleicht ja, in Deutschland genau. Ist es irgendwie einfacher. Und ich sage immer einfach, entweder finde ich einen guten oder sonst nehme ich auch keinen. Mhm. Weil ich mache da keinen Mittelweg oder so, sondern es muss wirklich top sein, dass ich dann auch Legenden am Schuss habe, dass ich dann auch Leute habe, die hier präsentieren kann. Mhm. Das ist schon so mein... Übrigens, meine Damen und Herren, ich möchte ja das hier ein bisschen interaktiv machen. Bitte schreiben Sie Kommentare auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite, auf alexhusch.com/facebook. Ich gehe dann online und schaue, dass ich die Fragen beantworten kann. Weil eben, das soll ja eine Live-Show sein, sonst kann man die ganz so gut vorproduzieren und da hat man weniger Pannen. Mal schauen. Sind wir gespannt hier? Ich sehe dich jetzt, ich sehe mich. Ich sehe aber keine Fragen. Somit. Ich sehe einen Kommentar hier. Aber nur ein Lächeln. Ja, von dem her. Dann lächeln wir mal zurück. Dann ist diese Frage beantwortet. Genau. Also, meine Damen und Herren, schreiben Sie eine Frage. Und sonst würde ich dann auch den Ball dir zurückwerfen. Ja, Alex, gestern war ja deine große Geburtstagsshow. Ja. Gestern warst du 50 Jahre lang auf der Welt. Und da hast du dich entschieden, diesmal was ganz anderes zu machen. Ja. Eine große Geburtstagsshow. Ja. Jetzt ist der Tag danach und dann kann man so zurückschauen. Und wie wir dich kennen, wie du das auch in deinem Buch geschrieben hast, bist du dir ja gewohnt, auch die Dinge zu bewerten zwischen 0 und 100. Genau, das ist richtig erkannt. Und da würde ich jetzt gerne wissen, deine Geburtstagsshow von deinem 50. gestern am 7. August, wie bewertest du die jetzt heute? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich habe es tatsächlich auch drin in meinem Buch. Gut, ich habe es gestern verschenkt, mein Buch, stimmt, ich muss es dann wieder hinzufügen. Jedenfalls in meinem Buch «Die 22 besten Rouge-Erfolgsstrategien», das ist Nummer 22, muss so Sachen bewerten. Ja. Ja, immer zwischen 1 und 100. Und jetzt gestern, also im Prinzip habe ich alles während Wochen vorbereitet, minutiös vorbereitet. Ich habe an jedes Detail probiert zu denken, alles habe ich konzipiert, durchkonzipiert. Und dann gingen irgendwie 4 Sachen gleichzeitig schief in der Show. Mhm. Aufgrund von technischen Problemen, aufgrund von Missverständnissen und so weiter. Und am Schluss, ja, also, aber hier kommt genau auch wieder die Lektion, die ich auch gestern gebracht habe, immer wieder aufstehen. Also ich habe dann einfach gesagt, okay, wir machen das Beste draus. Ein paar Sachen gingen schief. Zum Beispiel, wir konnten erst eine halbe Stunde später starten, weil ich irgendwie es nicht geschafft habe, von hier
den Ton des Videos nach vorne zu kriegen. Also jetzt hat es ja geklappt heute mit dem Ton, weil da eine Einstellung war, wo ein bestimmtes Mikrofon deaktiviert war. Ach so. Es war bewusst deaktiviert aufgrund des Interfaces, was ich sonst habe. Und wir haben es nicht hingekriegt, gerade so im Hitze des Gefechts. Und somit muss man dann die PCs wechseln. Ach so. Das war so das eine Problem. Dann das andere Problem, auch Facebook ging nicht. Weil wir haben ein Update gemacht bei unserem Profisystem da und jetzt ging es plötzlich nicht mehr auf Firefox und es ging nicht mehr auf Safari. Da mussten wir im letzten Moment noch Chrome herunterladen, auf Chrome ging es dann. Und dann ging der Stream los und man hätte den Livestream-Code hätte man einbetten sollen auf alexrusch.com/live-show. Damit es übertragen worden wäre. Was wurde gemacht? Aufgrund eines Missverständnisses wurde auf alexrusch.institut.com/livestream eingebettet, wo wir es früher gemacht haben, wo ich es aber nicht mehr machen wollte, weil die Website zu langsam ist. Und das wird jetzt gerade neu gebaut, die Website. Also, und dann hast du ja gesagt, immer wieder aufstehen, bitte. Facebook anschauen, ist ein Kommentar reingekommen, wichtig. Okay. Wow, Frau Dr. Enkmann ist live dabei. Schön, das wusste ich gar nicht, das war gar nicht geplant. Wow, jetzt hat sie sich selber da gesehen. Cool, welche Pläne, also hier nochmals, auf welche Pläne dürfen wir uns freuen? Das war meine nächste Frage, das wollte ich jetzt auch wissen. Aber du schuldest mir noch die Bewertung des gestrigen Tages zwischen 0 und 100. Stimmt, also ich würde sagen, also ich rede ja immer von, man soll 90% Perfektion anstreben. Das ist auch so ein Prinzip von mir. Aber gestern, ich würde mal sagen, wir haben 72 erreicht, weil es sind auch eine halbe Stunde zu spät gestartet. Dann habe ich nicht Kontrolle gehabt über die Videos, weil wir die PCs wechseln mussten, dann mit dem falschen Stream. Ist es für dich auch so, wenn du jetzt sagst, das war 72, dann haben wir 28% Learning. Und das ist ja auch immer wertvoll. Stimmt. Das heißt, das ist auch ein Reichtum des Tages dann, dass man jetzt viel mehr weiß und dass es in Zukunft besser klappt. Also kommen wir so wieder auf 100, hoffe ich in deiner persönlichen Zufriedenheit zu deinem Tag. Also stimmt, man muss halt immer das positiv anschauen und sagen, okay, was habe ich gelernt, dass ich das dann aufschreibe und sage, das habe ich gelernt, so machen wir es das nächste Mal. Und auch eben das Prinzip, immer wieder aufstehen, weil gestern Abend habe ich dann gesagt, wir machen heute Nachmittag dann nochmals eine Show und nochmals live. Egal, auch wenn es gestern schief ging. Und jetzt scheint es ja zu klappen mit dem Streaming und so und mit dem Video einspielen. Also es ist auch so im Prinzip eben immer wieder aufstehen, immer wieder einfach Dinge tun. Für mich ist es natürlich schon schade, eben, dass es nicht genau so kam, weil ich hatte so große, ich habe so große Pläne gehabt mit dem ganzen Streaming. Ich wollte, dass wir da auch sehr viel erreichen mit den Shares, mit den Weiterempfehlungen, mit den Links klicken, aber wenn natürlich dann die ich habe alle Leute habe ich auf alexrusch.com/live-show geschickt und nicht auf die anderen Kanäle. Klar. Und so hat man natürlich dann verloren. Ja, 99% des Traffics verloren eigentlich. Ja. Sehr schade und natürlich erleben wir immer wieder Enttäuschungen, aber ich denke auch eine ganz wichtige Fähigkeit, die auch du deinen Mitgliedern und Kunden beibringst, ist eben immer wieder aufstehen. Genau, wie lange bleibt man in der Enttäuschung drin hängen? Ja. Ich sage immer, wenn man das Tal durchschreitet, das heißt weitergeht, kommt ganz bestimmt wieder ein Berg. Absolut, also man darf einfach nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Ja, genau. Also jetzt eben ist das genau das Stichwort. Wie gehst du weiter? Wie sind deine Pläne für die nächsten 30 Jahre? Ja, genau, das sind so, ist wirklich eine gute Frage, Frau Dr. Enkmann. Und Frau Dr. Enkmann, ich glaube, Sie wissen ja auch, ich suche ja Nachfolger für den Ruschlag und für den Aufsteigerflag. Da bin ich jetzt wirklich auch intensiv am Suchen. Vielleicht einen Nachfolger, vielleicht dann auch 50 oder 100 Nachfolger, falls ich es in kleinere Teile aufteile. Ich möchte unbedingt, eben, dass es jetzt in andere Hände geht. Ich möchte einen anderen Geschäftsführer haben. Ich möchte nicht mehr Geschäftsführer sein. Ich möchte auch Leute sozusagen magnetisch anziehen, die bestimmte andere Fähigkeiten haben, die ich nicht habe, um die Firma auf eine nächste Ebene zu bringen. Und damit spreche ich zum Beispiel von Fähigkeiten wie die Social Media Fähigkeiten. Das ist nicht so mein Ding, sage ich ganz offen. Und auch IT-Fähigkeiten, ich bin zwar recht gut, aber da gibt es Leute, die sind besser. Und das dritte vor allem auch aktiver Vertrieb. Eine Vertriebsmannschaft aufbauen, Telefonverkäufer und so weiter, das braucht es heute, ist auch nicht so mein Ding. Das heißt, von dem her ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt da, um zu sagen, ich gebe es ab.
Bestimmte Dinge werde ich auch weitermachen, also die Mitgliedschaften, die mache ich weiter. Du bleibst dabei, es bleibt Alex Rouge. Also ich bin offen dafür, es gibt einer, der gesagt, wenn er einsteigen würde, müsste ich dabei bleiben, mindestens mit 20% in der Firma. Mhm. Dafür bin ich auch offen. Mhm. Du bist ja das Label, dieses Institut. Aber ich bin auch, also das Institut, das bleibt eh bei mir, aber der Rouge Verlag und der Aufsteiger Verlag, die möchte ich verkaufen, die zwei Firmen. Verlag. Weil die hängen nicht von mir ab und das Alex Rouge Institut, das kann ich nicht verkaufen, weil, eben, wie gesagt, ich bin ja Alex Rouge. Mhm. Das geht da nicht so gut. Also bei Dale Carnegie, da ging es, aber sonst, also von dem her, ich denke, eine gute Sache. Also meine neuen Pläne, also ich habe schon diverse Pläne, aber über die kann ich dann erst sprechen, wenn ich dann frei bin. Weil im Moment habe ich so viele Bälle, die ich jongliere. Ich habe noch nie so viele Teller in der Luft gehabt wie jetzt. Ich war noch nie... Ich habe noch nie mehr Arbeit gehabt als jetzt. Ich habe noch nie mehr gearbeitet als jetzt. Noch nie so schnell gearbeitet und so viel. Und ich habe auch recht viel Stress. Man sieht es vielleicht nicht ganz mir so an, wegen den Gesundheitsstrategien. Aber ich habe schon massiv Stress. Und ich möchte den jetzt abbauen, auf Herbst hin. Bestimmte Dinge einfach reduzieren. Bestimmte Dinge komplett weglassen. Bestimmte Dinge verkaufen. Mhm. Und das ist so ein Projekt, wo ich jetzt sehr intensiv daran arbeite. Weil ich wollte schon längere Zeit, aber jetzt bin ich entschlossen, es zu tun. Aha. Aber ich wollte noch eine Frage noch beantworten. Ja. Ich habe vor etwa einem Monat habe ich eine Frau getroffen und ich habe ihr gesagt, ich habe meinen 50. Geburtstag in einer Woche. Dann hat sie mich so angeschaut und dann mich gefragt, Herr Rouge, nehmen Sie Botox? habe ich gesagt, nein. Also ich will das auch hier öffentlich sagen, also ich nehme überhaupt nichts. Es gibt keine Hautcreme bei mir, es gibt gar nichts. Das Einzige, was ich mache, ist, ich esse extrem gesund, somit kommt es dann von innen her und ich mache das wirklich eben sehr systematisch, aber ich esse so gesund, dass ich keinen Hunger habe, also ich habe eigentlich nie Hunger, weil ich eben auch einen hohen Nährwert zu mir nehme und ich esse mit großem Genuss, also ich mache mir auch gute Sachen, die gesund sind, aber auch eben wirklich sehr gute Sachen, voller Genuss, wo es eigentlich noch besser ist als ein Dessert. Das ist eigentlich so der Punkt, ja. Schöner Punkt, danke Alex. Unsere Zeit ist schon um. Genau, und jetzt zum Schluss wollte ich auch noch dir die Möglichkeit geben, dass du noch deine Domain bekommst, gibst, wie ich das immer mache. Mich findet man auf www.mentalleadership.ch. Maya Bachmann-Brunold. Meine Damen und Herren, und ich habe jetzt so das Schlusswort. Das Schlusswort heißt, Sie wissen, es gibt diese große Geburtstagspromotion, Alex Rouge wird 50, die größte Promotion, die es jemals gab, in der 25-jährigen Firmengeschichte. Und das finden Sie auf alexrouge.com/50. Ich wiederhole, alexrouge.com/50. Gehen Sie unbedingt dort drauf, sehen Sie es an, machen Sie davon Gebrauch. Es ist die größte Promotion, die es jemals gab. Und es wird nie mehr etwas in dieser Form jemals geben. Also jetzt die Chance nutzen. Schön, dass Sie heute hier dabei waren bei unserer Live-Show auf Facebook. Wir haben es auch noch auf anderen Social Media gestreamt, aber ich wollte heute mal den Schwerpunkt auf Facebook legen. Ich wünsche allen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Bis bald. Tschüss. Tschüss, bis bald.